Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Ich erstelle eure Lieblinge. Ich werde mal schauen, ob ich heute so viel schaffe, denn unter mir zieht gerade jemand ein und die bohren heute den ganzen Tag und ich versuche gerade die Lücken zu erwischen, was das Aufnehmen angeht. So, das vorneweg. Und wir erstellen heute den Pomeranian Boy Lino. Das ist ein Zwergspitz von pomboy.lino. Danke für deine Einsendung von den Bildern und ja. Heute ist der kleine Lino dran. Hallo, ich heiße... Du bist ein Männchen und du heißt Lino von pomboy.lino. Okay, soweit so gut. Er ist ein Mischling. Nee, das haben wir ja noch nicht. Er ist verspielt, anhänglich und laut, habe ich mir rausgesucht. Laut... Oh, wow, 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 wow. Süß. Verspielt. Und anhänglich. Anhänglich, freundlich. Freundlich, begrüßen Sie freudig. Okay, alles klar. Ist das das Richtige? Unabhängig. Na, machen wir mal treu. Genau, diese Hunde sind ständig in der Nähe ihres Besitzers. Das passt eigentlich schon ganz gut. So, jetzt gucken wir mal nach den Pomeranian. Ist das richtig? Ach so, Zwerg. Ach, da haben wir es, genau, Zwergspitz. Ich war mir jetzt nicht mehr genau sicher. Das ist doch kein Zwergspitz. Ach, wir sind ja auch auf Farbe und Fellmuster. Alles klar, nochmal. Jetzt war ich ein bisschen irritiert. Zwergspitz. Das sieht schon eher aus nach Zwergspitz. Wir haben erstmal den hier, aber ich würde eher sagen, das ist der hier. Ja, ich glaube, das passt ein bisschen besser. Ich habe nämlich nur leider ein Bild von einem Welpen. Den habe ich euch jetzt natürlich auch eingeblendet. Und ich würde sagen, wir gehen mal... Wieso kann ich das nicht ändern? Anstrichmodus. Machen wir es halt so. Ich würde sagen, wir gucken mal. Der ist auf jeden Fall noch ein bisschen heller. Deswegen schauen wir einfach mal. Hey! Ach Gott, hier oben. Hier oben ist es doch... Also das hier würde ich auf jeden Fall noch heller nehmen, so. Und dann halt das, so. Und das, so. Nee, dunkler, so. Nee, das ist zu. Ich glaube, das hier passt ganz gut. Und da brauchen wir heute auf jeden Fall nicht ganz so viel machen, weil... Ja, ich finde, das sieht eigentlich so schon aus wie nach Vorlage, ne? So, ich muss halt übrigens noch einkaufen. Da trifft sich das ganz gut, dass wir halt vielleicht ein bisschen schneller fertig sind. Augen sind auf jeden Fall ganz dunkel. Die Nase ist auch schwarz. Und der hat aber hier am Mund noch so ein bisschen... Ja, wie soll man das sagen? Ich mach mal das. Einfach, der hat am Mund noch so ein bisschen schwarz. Ich würde mal den Pinsel nochmal drehen. Ein bisschen, so. Und die Dichte ein bisschen runternehmen. So hier, genau. So in etwa hat er das, so wie ich das sehe. So passt das eigentlich an sich. Schwänzchen, denke ich mal, passt auch. Und ja, ich glaube, was sagt ihr? Ich denke, das ist der Lino. Ich würde aber sagen, der hat um die Nase auch noch so ein bisschen, wartet mal. So hier. Genau. So, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr denkt. Ist es der Lino oder ist es nicht der Lino? Ich persönlich finde ihn schon dem Bild entsprechend echt gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Tier wieder oder bei dem nächsten LP. Ich weiß es nicht, mal schauen. Bis dahin, tschüss.